Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2 auf dem Multiplayer-Server. Und wir haben letztes Mal angefangen, hier unser Tor zu bauen. Und da muss ich eben nun weiterbauen. Es hat sich noch ein bisschen was anderes ergeben hier. Wir haben noch ordentlich weitergebaut. Aber jetzt wollte ich mich erstmal um das Tor kümmern. Ich hoffe mal, dass ich das... Nein, was mache ich denn hier? So. Dass ich das relativ flott voll fertig kriege. Außerdem habe ich hier oben eben die Mauern schon weitergebaut, also einiges schon vorbereitet, so dass es eigentlich in dieser Folge recht flott gehen sollte. So, was ich jetzt nicht dabei habe, ist Zeug für einen Repeater. Ah, hier haben wir noch Steinchen. So. Ein paar Verstärker machen. So ging das, glaube ich, jawohl. So, ich habe hier auch schon alles vorbereitet für die für das, was noch kommen wird. Daher können wir hier eigentlich gleich einsteigen. Wir haben die erste Reihe, haben wir. Jetzt kommen hier zwei Repeater, die unverändert bleiben. Verbunden haben wir die auch schon. Und dann kommt jetzt das nächste. Jetzt werden wir die Repeater hier anschließen. Hier einer hin auf maximal. Dann kommt noch einer hin. Der bleibt, glaube ich, auf 1. Jawohl. Und wenn wir alles richtig machen, 3 Stück, die bleiben wieder so. Ich baue das hier so ein bisschen nach, ja. Also nicht, dass ihr denkt, ich baue das hier alles free. Nee. Ich baue das nur nach. Und auch selbst das ist mir schon recht heftig. So. Jetzt kommen wir zu der Schaltung, die, glaube ich, den Tick macht. Und das Signal einmal durchgeschickt wird. Daher müssen wir hier natürlich alles wieder zumachen. Wir haben keine Steine. Ein paar brauchen wir nämlich. So. Komm, warte mal, der hier darf man nicht dran. Dann kommt hier ein Redstone Torch. Oben drauf Redstone. Hier ein Verstärker, aber in die andere Richtung. So muss es, und dann können wir hier... Ist das schon alles gewesen? Ich glaube, dann können wir hier verbinden. Gucke ich gerade nochmal, dass wir das testen einmal. So, Tor ist aufgegangen. Supi.
läuft also. Wie wir sehen, Tor ist hochgeschoben und sitzt auch schön in der Verankerung drin. So, da müssen wir jetzt mal gerade gucken, wie wir da hochkommen. Gibt's nämlich, glaube ich, im Moment nur den Weg hier hinten. Diese Blöcke hier haben wir schon gelegt. Jetzt brauchen wir noch einen Haufen Repeater. 2, 3 Ebenen. Das hier ist die unterste. Und dann müssen wir noch ein paar Repeater machen. Verdammt. Dafür noch welche. So und so. Und ich glaube, ich muss gleich nochmal Cleanstone holen. Redstone. Machen wir gleich, weil dann ist es erledigt. Ich meine, schön bauen können wir es ja auch neben der Folge. Muss ja nicht unbedingt jetzt so sein. So, neu dazugekommen ist unter anderem hier auf der linken Seite. Seht ihr ein Gebäude durchblitzen. Da oben. Das ist der Bahnhof. Und die erste Schienenkombination ist auch schon angeschlossen. Dafür brauche ich aber unbedingt noch Kaktus und ich habe noch keinen Kaktus gefunden. Außerdem haben wir hier noch oben ein neues Gebäude. Ups. Da haben wir noch eine Lagerhalle hingestellt. Die ist mächtig groß. Und wir haben zwischen den Folgen ordentlich gefarmt, sodass wir hier wirklich einiges an Ressourcen haben. Sticks habe ich auch keine mehr. So. Und Cleanstone. Wir brauchen so viele Verstärker, das ist unglaublich. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das heute hinkriegen. Dass das Tor am Ende voll funktionsfähig ist. Und wenn wir es dann noch schaffen, wenn wir unter 20 Minuten bleiben, dann gucken wir uns auch noch den Bahnhof etwas genauer an. Vielleicht habt ihr auch noch eine andere Idee, wie wir das mit den Minecarts automatisieren können. So. Also wir müssen wieder da drüben hoch. Was ich mir auf jeden Fall... jetzt bin ich schon wieder hier oben drin. Was ich mir auf jeden Fall gemerkt habe, ist hier unten auf 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier auf 2. Und jetzt haben wir keine... Jetzt muss ich wieder da runter. Ey, Mann. Keine Repeater mehr. So und so. 6 Stück, reichen die? Ich glaube nicht. Machen wir noch ein paar. Perfekto. So, wie immer in der Nacht hoffen, dass keine
Creeper spawnen und uns die Hölle heiß machen. So, hier waren wir fertig. Dann kommen hier oben noch welche dran. So. Die werden natürlich alle verbunden. So, die hier auch. Das Signal läuft hier nach unten. So weit, so gut. So, was wir natürlich noch müssen, wir müssen ja irgendwo nach unten. Damit das Ganze auch unten dann geschalten werden kann. Habe ich jetzt doch falsch gemacht? Ah ja, ich glaube, ich habe es wirklich falsch gemacht. Hier oben auf nicht. Ja, ja, ja. Das war falsch. Okay. Gut. Wir können jetzt hier nochmal testen, wenn wir hier ein Redstone-Signal ansetzen. Dann müsste jetzt das Tor runtergefahren sein. Sehen wir leider nicht. Aber dem ist so. Seht ihr? Alles unten, alles ganz. Super duper. Gut. Wir können jetzt das Ganze mit einem Tageslichtsensor oder mit einem anderen System oder einfach per Knopfdruck öffnen, schließen lassen. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob wir nicht wirklich einen Daylight-Sensor nehmen. Den muss man halt dann hier einbauen. Hier dran. Kommen wir hier runter. So. Aua, das war doof. Setzen wir hier die Torches drunter. Warum geht denn das nicht? Natürlich, weil oben noch ein
Signal fehlt, nehme ich mal an. Also hier muss wahrscheinlich doch noch ein Redstone dran. Muss man hier in einer bestimmten Reihenfolge anfangen? Sieht ganz so aus. Wenn wir hier jetzt ein Signal dran setzen. Jetzt hat es funktioniert. Ja, Tor ist unten. Super duper. So. Wir können jetzt eigentlich oder wir müssen jetzt noch das Signal von hier hinten, das von hier nach unten legen. Hier kommt ja noch die Mauer hin, dann passt das. Wir gehen hier schon runter. So. Das muss jetzt kombiniert werden mit dem anderen Teil auch. Der Schaltung. So. Gut. So, wir führen jetzt das Signal hier einmal rum. Und dann muss man das noch einmal invertieren. Hey. Irgendwie ist das woanders anders. Achso, weil der einen Sensor schon eingeschlossen hat. Ich hole mal schnell einen Sensor. So, Sensor habe ich hier schon mal dran gepappt. Warum das Ganze jetzt nicht funktioniert, ist ganz einfach, weil wir einfach noch keine Verbindung zum Öffnungsmechanismus haben. Das ist der hier. Bindet sich ja dann hier. So, und wenn wir den jetzt verbinden, geht das Tor auf. Und sobald jetzt wieder Nacht wird, schließt sich das Tor automatisch.
Wir können den gerade mal, wir können den Sensor ja mal umstellen, beziehungsweise wir platzieren einfach mal einen Block drüber. Dann passiert nichts. Passiert auch nichts. Hä? Was ist da los? Eigentlich sollte der jetzt wieder zugehen. Okay. Ich schau mal schnell. So, Freunde der Nacht. Eieiei. Das war ein bisschen komplizierter. Oh, verdammt, jetzt bin ich rumgefallen. War ein komplizierter. Hier haben wir eine Umkehr drin und weiß ich was noch. Ich habe jetzt nochmal die Anleitung geschaut und habe hier auch einen Tageslichtsensor verbaut. Inzwischen haben wir Nacht. Wie ihr hier oben seht, sind die Pistons zu. Wir können das hier ein bisschen simulieren. Jetzt wird Tag. Zack. Ach, schon wieder runtergefallen. Was soll denn das? So, ist zu. Dann nervt uns nichts mehr. Gut. Also, wir können das hier eben simulieren mit diesem Umkehr vom Daylight-Sensor. Und wie ihr seht, das Tor ist oben. Unten. Und jetzt ist es oben. Es wird natürlich dann abhängig sein von der Lichtquelle, die da einströmt. So, lassen wir das jetzt mal. Ja, unser erstes Tor ist fertig. Ich hoffe mal, dass es wirklich gleich funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da und bis morgen. Tschüssi.